3000 Kilometer quer durch Australien. 3000 Kilometer rauer Asphalt, Staub, Wind, unwirtliche Umgebung. 3000 Kilometer Outback. Die World Solar Challenge. Das anspruchsvollste und zugleich innovativste Rennen zwischen Solarautos weltweit. Ideen, Engagement und Spitzentechnologien treffen hier aufeinander, messen sich. Nur von der Sonne und dem Ehrgeiz zur Veränderung angetrieben. Mit dabei das Team Sonnenwagen der RWTH und FH Aachen. 50 Studierende, unbezahlt, nehmen ohne Murren die Strapazen auf sich, entwickeln, bauen, testen, optimieren, 2 Jahre lang alles selbst, nur um dabei zu sein, um zu zeigen, was möglich ist. Doch wie realistisch ist das Konzept eines Elektrofahrzeugs mit Solarpanels? Wie lassen sich diese Ideen in der aktuellen Mobilitäts- und Energiedebatte einordnen? Was sagt die Automobilwirtschaft dazu? Trägt dies wirklich zur Lösung unserer globalen Umweltkrisen bei? Und wie ansteckend ist die positive Aufbruchstimmung des Teams Sonnenwagen? Brauchen wir mehr solcher jungen Menschen, die ihre Zukunft einfach in die Hand nehmen? It's incredible. It's the future interacting with the current. Mit solchen jungen Leuten werden wir auch in Zukunft weltweit die Autobauer sein. Diese Studententeams sind eine super Quelle für frisches Blut. Das ist ein Beispiel auch für gelebte Ingenieurskunst. Das Projekt selber eigentlich alles beinhaltet, was es braucht, damit Menschen über sich selbst hinauswachsen. Es zeigt, was möglich ist. Habt ihr den Tankstellenpächter mal die Zukunft gezeigt, vermutlich. Ne? Solche Projekte würde ich mir eigentlich viel, viel mehr von auch großen Autofirmen und Zulieferern wünschen. It's a wonderful device to consider how things might be. Und die Sonne scheint.